gut, dann benutzen wir mal die Steinschleuder und zielen mal auf das Ziel. Auf das Nest. Ja, ist ja unser Ziel in dem Sinne. Und bam. Ah ja, da haben wir die zweite Tänzerin. Ah ja, dann können wir erstmal wieder zurück und dann die zwei hier benutzen und dann dürfen wir erstmal ein Rätsel machen. Bestimmt. Jawohl. Schiebe alle Tänzerinnen entlang der Linien an die richtige Stelle. Die Farben müssen übereinstimmen. Die freie Stelle in der Mitte dient als Extraplatz. Okay, in Ruhe überlegen. Und dann hoffe ich ja, dass das schon irgendwie hinhaut. Bei solchen in Rätseln muss man echt immer ein bisschen überlegen und alles schön in Ruhe machen. Wie der Holy Diver es auch ab und zu mal gesagt hatte in seinem Wimmelbit Let's Plays. Ich grüße dich natürlich an dieser Stelle, Holy. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr auch Spaß haben werdet bei diesem Let's Play Abenteuer. Und da haben wir es. Perfekt. Ah ja, da haben wir eine Karte. Jetzt habe ich eine Karte und kann mich auf die Suche nach meinen Katzen machen. Auf jeden Fall. Was geht da draußen vor? Naja, ist halt ein heftiger Schneesturm, ne? So, ich guck hier nochmal. Da komme ich immer noch nicht dran. Ne, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal mit dem Walkie-Talkie... Nicht dahin, okay. Bei dem Schneesturm sollte ich mich nur mit der richtigen Ausrüstung auf den Weg machen. Okay. Also gibt es doch hier irgendwie was noch? Habe ich irgendwo was übersehen? Ja, da oben. Aber da komme ich ja nicht ran. Ich sollte die Leiter reparieren. Man weiß ja nie, ja, was du nicht sagst. Habe ich irgendwo ein Brett übersehen? Ja, da am Zaun. Okay. Ich hoffe ja nicht, dass wir jetzt noch Nägel brauchen. Ah ne, die waren schon vorher drin. Okay, gut. Dann bin ich beruhigt. Jetzt kommen wir auch bestimmt da oben ran. Mit Hilfe der Leiter. Jo. Ah, Ski. Ah ja, mit Hilfe der Skis können wir da durch, ne? Jo. Sicher, Leoparden haben mit solchen Sprüngen kein Problem. Aber wo wollen sie hin? Das werden wir noch früher oder später erfahren. Und wo sind jetzt die Katzen auf einmal? Meine Hauskatzen. Die sind plötzlich weg. Okay, da haben wir Harz und drei Tannenzapfen. Okay, warum auch nicht? Ein Vulkan. Wenn ich den Gazier zum Überkommen bringen kann, schmilzt vielleicht das Eis am Lift. Ja, mit Harz. Nicht, ne? Ne, schade. Hätte ja klappen können. Ja, da brauchen wir bestimmt Benzin. Da brauchen wir irgendwie was zum Überkleben. Ohne Treibstoff wird der Generator nicht anspringen. Ob ich den Schlauch wohl mit Harz flicken kann? Aber so nicht, ne? Ne. Hm, hartes Harz klebt schlecht. Vielleicht kann ich es aufweichen. Ja. Mit Sicherheit, der Kanister steckt im Eis fest. Süß. Ich muss das Eis abkratzen. Unglaublich, nach jahrelanger Suche habe ich endlich Spuren einer alten Zivilisation hier gefunden. Die Schneeleoparden in der Gegend scheinen irgendeine Verbindung zu einem eigentümlichen Totem in einer abgelegenen Höhle zu haben. Doch wie komme ich hinein? Tja. Ob wir das auch noch irgendwie erfahren? Hm, man weiß es nicht. Wir haben eine Leuchtpistole bekommen, aber da benötigen wir bestimmt Leuchtpistolenmunition. Sieht aus, als müsste ich von diesem völlig vereisten Lift Gebrauch machen. Jo. Gehen wir erstmal da weiter. Hallöle. So viel Schnee kann ich nicht mit den Händen fortschaffen. Ja, da brauchen wir entweder eine Schaufel oder was auch immer. Ein Wimmelbild haben wir da wieder. Ein Zimtbecher haben wir da, okay.
Oh, wie süß. Ich verstehe, warum du dich da versteckst. Hast du vielleicht Hunger? Ein Kanickel. Sieht aus, als würde ich dieses Zelt nur aufkriegen, wenn ich das richtige Emblem habe. Was ich natürlich jetzt nicht habe, aber wir finden es schon. Noch irgendwann. Machen wir erstmal das Wimmelbild. Okay. Das war die Rose. Das sieht mir nach einem Flugzeug aus. Das ist da. Ein Delfin. Ist hier. Ein Schlüssel. Ist dort. Ein Lippenstift ist da am Hut. Eine Schneeflocke, beziehungsweise, ja, eine Schneeflocke kann man eigentlich sagen. So, ein Hufeisen ist dort. Ein Flamingo ist dort. Ein Pinsel ist dort. Ein Schraubenschlüssel ist da. Ein Pferd ist dort. Also, achso, es war ein Einhorn, okay. So, und jetzt ist das was? Ach, wahrscheinlich hier Holz. Oder was auch immer das sein soll. Achso, ne, ne Leuch... Also ja, eine Signalpatrone, ja meine ich ja. Ja, dann können wir das ja jetzt hier kombinieren. Sehr schön. Jetzt haben wir eine geladene Leuchtpistole. Dann gehen wir mal hier in das Haus hinein. Oh, das war knapp. Oh nein, gleich ist der Mann Leopardenfutter. Ich muss ihn verscheuchen. Na gut, dass wir eine Leuchtpistole haben. Lol. Und ohne, dass sich der Schneeleopard sich an den Scherben verletzt hat. Ich hoffe, der Leopard ist weggelaufen und kommt nicht auf die Idee zurückzukommen. Das hoffe ich auch. Thanks. That thing almost killed me. I'm the inspector of the local reserve. According to my research, the leopard started coming out of the deep forest. If you want to find out what's going on, that's a good place to start. Mm-hmm. It ran away, but I still feel safer in here for now. Ja, das wäre empfehlenswert. Na gut. Da haben wir eine Schaufel. Perfekt, hier kann ich Benzin abzapfen. Hilft mir der Becher? Nö. Super. Na, schauen wir uns hier erstmal in Ruhe um. Wenn ich hier ein Feuer brennen würde, könnte ich hier auch etwas schmelzen. Ach so, okay. Ah, da haben wir eine Möhre. Was haben wir da bekommen? Eine Bürste und eine Karotte. Okay. Okay, dann geben wir erstmal dem Kanickel seine Karotte und bekommen im Gegenzug ein von zwei Embleme. Ah ja, hier für das Zelt bestimmt. So, da können wir ja jetzt die Schaufel benutzen. Genau, entfernen wir erstmal den ganzen Schnee dort. Ah ja. Vor langer, langer Zeit lebten die Menschen der Gegend in Harmonie mit dem Schneeleoparden. Mhm. Vervollständige die Abbildungen, suche nach den fehlenden Elementen und ziehe sie an die richtige Stelle. Okay. Dann wollen wir es auch mal versuchen. Ja, ist aber nicht schwer. Da habe ich auch schon gute Übungen drin. Ach, süß. So, und das ist die Halskette. Ach, noch etwas. Okay. Ach, hier das Totem. Doch dann kamen neue Siedler und verdrängten die Einheimischen. Gar nicht gut, gar nicht gut.
Du kommst bestimmt da am Start, ne? Jawohl. So, du kommst dorthin. Du kommst dorthin, jawohl. Und du kommst da am Wagen. Während des Friedens mit den Leoparden blühte und gedeihte das Land und die Ernten waren gut. Doch nachdem die Fremden ihre Siedlung errichtet hatten, begann ein nimmerendender Winter. Oh. Deswegen ist es hier wohl auch immer Winter. Da kommt bestimmt der Hase rein, jawohl. In seinem Bau. Das ist ein Sonnenstrahl. Die Eule kommt da im Baum. Und das ist der Zaun. Jawohl. Und da haben wir eine Abdeckplatte erhalten. Okay. Ich gehe erstmal wieder ein bisschen zurück. Nee. Da können wir immer noch nichts machen. Aber da. Dieser Skilift wurde zum 100-jährigen Bestehen unserer Stadt errichtet. Er befindet sich über natürlichen heißen Quellen, wodurch er auch während extremer Kälte benutzbar bleibt. Ist doch schön. Ah ja, und da haben wir das zweite Emblem. Super. Achso, das können wir zu allem machen. Okay. Emblem. Interessant. Okay, gehen wir das mal wieder zurück und öffnen jetzt das Zelt. Und da haben wir eine Streichholzpackung oder halt nur Streichhölzer. Eine Kochkapsel und da liegt ein Buch. Mit dieser Kapsel können Alpinisten Wasser zum Kochen bringen. Sie wird mir bestimmt noch nützlich sein. Okay. Gut, gut, gut. Können wir die da rein tun? Ja. Ja, dadurch können wir das Eis schmelzen. Auch gut.